Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ganz schnell, wie ihr versteckte Funktionen finden könnt. Unter anderem, wie ihr zum Beispiel dieses Koordinatenkreuz euch anzeigen lassen könnt. Dazu geht ihr einfach wieder auf eine freie Leiste, Rechtsklick, Benutzeroberfläche anpassen. Und dort unter den Kategorien gibt es weitere Funktionen mit Symbol. Und hier sind wirklich sehr gute Funktionen mit dabei. Ihr müsst einfach mal über den Tooltip, also mit der Maus, über eine Funktion gehen. Und ihr könnt dann unten einfach lesen, welche Funktion ist es denn. Zum Beispiel hier messen Winkel. Wer braucht es nicht? Sogar die FAQs sind hier vorhanden. Und wenn ich hier runter scrolle, also hier zum Beispiel auch, wo war es denn? Da, irgendwo ist hier auch Visual Scripting drin. Was ist das? Bezugsmaßstab festlegen. Messen Volumen. Und hier ist das Koordinatenkreuz. Und das habe ich mir einfach per Drag and Drop irgendwo rausgezogen. Hier angefügt. Schließt das Ganze. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich es aktivieren und deaktivieren. Das Gute ist bei diesem Kreuz, dass ich zum Beispiel jetzt, seht ihr, in Y-Richtung auf dem Kreuz ist grün und X-Richtung ist rot, wie bei mir. Und wenn ich jetzt die Ansicht drehe, dann sehe ich sofort in blau, okay, jetzt ist die Z-Achse und die X-Achse dargestellt in blau und rot. Und ja, so habt ihr dann immer den passenden Überblick über eure, ja, also zum Beispiel hier blau, grün, wunderbar, oder? Versteckte Symbole, dürfte klar sein, Koordinatenkreuz anschalten, abonnieren aber nicht vergessen und like dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Peter. www.subgra.de